ein sogenanntes Mini-Klapprad. Möchte dafür jemand 20 Euro bieten? Hallo, heute sind wir zur Versteigerung in der ehemaligen Albert-Schweitzer-Schule der Stadt Weinheim. Also versteigert werden alle Arten von Fahrrädern, unter anderem auch E-Bikes, Mountainbikes, Kinderfahrräder. Also für jede Altersgruppe ist etwas dabei. Und wir haben auch Schmuck heute dabei und diverse andere Kleinigkeiten wie Tennisschläger, Jacken, Rucksäcke. Also der Ablauf ist folgendermaßen, dass alle Fundsachen entweder bei der Polizei oder direkt bei uns im Fundbüro, das ist das Bürgerbüro der Stadt Weinheim, abgegeben werden und dann entweder der Finder Anspruch drauf erhebt oder eben nicht. Und nach 6 Monaten Aufbewahrungsfrist wird dann die ganze Kartei durchgeguckt, wem wir die Sachen zurückgeben könnten. Und was nicht zurückgeht, kommt in die Versteigerung. Am 1. 25 sind geboten. 25 zum 1. 30 Euro höre ich da. 30 Euro sind geboten. 30 Euro zum 1., zum 2. und zum 3.